Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf das zweimal wieder. Er weiß scheinbar, wo die Leute stehen. Was für ein fickgesichtiges Hundekind. Da ich jetzt im Moment extrem in Zeitnot bin und jetzt nicht einfach warten kann, bis in 8 oder 9 Minuten wieder ein neues Overwatch zur Verfügung steht, meine Herren, werde ich jetzt eine geschwinde Runde Arms Race machen. Der Kerl hat auf jeden Fall den Waller, also ohne Zweifel. Wie kann man da so ein Stück Scheiße sein? Ich will vor allem endlich mal wieder wirklich einen spannenden Fall haben, nicht ständig dieses, na okay. Es ist scheiße, wenn man direkt am Anfang weiß, was los ist. Ich will grübeln, testen, gucken und oh, vielleicht doch nicht und... Man soll in den Kommentaren richtig mitwursten können. Niemand will den Ja-Okay-Fall. Jeder will den... Oh, ich weiß es nicht. Hat er wirklich? Weiß ich nicht. Sowas will man. Nein, du Sack. Ha, shit, Mann. Ich bin ja ein bisschen mit Verzögerungen reingekommen, aber ich mache euch noch easy das Nerv. Ich meine, wir wissen alle, dass Cheater richtige Bastarde sind, ja, aber... Müssen sie dann so eklig cheaten? Also so offensichtlich können sie nicht versteckt cheaten, dass wenigstens die Overwatch Spaß machen? Oder ich würde gerne mal was Interessantes sehen, so ein Diffuse-Hack. Wo die Bombe direkt diffused ist. Jemand fängt an zu diffusen und hat direkt den Diffuse drin. Durch. Wie auch immer. Sowas würde ich gerne mal sehen. Aber nicht immer nur, ich weiß, wo die Leute sind, weil ich durch die Wand gucken kann. Ich will mal Atombomben sehen. Auf einer Map. Ja? Hergeschüttete Waffen. No-Clip. Unsichtbarkeit. Sowas will ich mal sehen. Also, Unsichtbarkeit ist in dem Fall schwierig zu sehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich will die krasse Scheiße sehen. Ich will, dass jemand ein Pokémon hat. In CSGO. Und damit Leute bekämpft. Nein. Komm her, du Lurch. Aha. Ist ein Pokémon echt zu viel verlangt? Ist hier noch irgendwo ein Feind? Darf ich hier vielleicht... Oh, hallo. Naja, egal. Komm, wir feiern noch ein bisschen die Handschuhe, die wir von Himmelhund die erhalten haben. Der Gute. Der gute Schniedler. Als wenn ich... Als wenn ich irgendwie keine Augen hätte und den es nicht sehen würde. So tun die gerade. Da kommt gleich einer hoch. Ah, ist meiner. Hallo. Ja, moin. Jetzt habe ich aber gerade echt einen Streak hier. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Oh, Mate. Der hat mich jetzt aber echt erschreckt. Gott, ich muss die scheiß Ding loswerden. Warum bin ich jetzt so weit außerhalb mit dieser scheiß Kacke? Ich komme gar nicht irgendwo hin. Oh Gott, warum muss ich jetzt die ganze Zeit außen spawnen mit dem scheiß Ding? Nein. Ich war easy am Aufholen. So richtig am Überholen. Na also, jetzt kann ich gerne wieder außen spawnen, wenn ihr wollt. Das ist immerhin keiner Luckboy. Ich bin gleich... Oh, scheiße! Ich bin gleich hinter dir, du Pisser. Ich bin ja schon direkt hinter ihm. Nein! Er rennt davon. Das ist ja wohl lächerlich. Er kann mir gerade so entkommen. Der auch! What the fuck? What? Oh, wie ich ihn noch gejagt habe, diese Drecksau. Solche Luckboys hasse ich einfach auf den Tod. Wenn sie dieses Time-Movement-Luck haben und immer genau dann um die Ecke sind, dass du ihn nicht kriegst. Immer. Aha. Der AWP-Ler da oben. Hat gemeint. Wow. Hat gemeint, er kann mich irgendwie pimmeln. Da ist, glaube ich, einer. Oh, shit. Oh, hallo. Hallo, mein Freund. Oh, shit, die. Fuck, die. You got no chance, die. Oh. Geht doch mal aus unserem Haus raus. Oh, shit. Shit, shit. Oh, ich hab doch den Kill bekommen. Keine Ahnung, wie. Komm her. Alles klar. Komm her. Nein! Ach kommt, ihr Lurche, jetzt verpisst euch. Ich muss jetzt Knife-Kill machen, verdammte Scheiße. Fuck, jetzt hat der Kollege auch Knife. Egal, wenn unser Team gewinnt, dann ist es auch gut. Hinter mir ist einer. Guck mal da. Ein Bot, oh, wie schön. Oh! Dieser verklappt mir den Kill. GG, Luckboy! War das nicht ein wunderschönes Overwatch? Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.